Hallo meine lieben Freunde, wusstet ihr, dass ich anhand eurer Facebook-Profilbilder eure Zukunft vorhersehen kann? Nein? Na dann passt jetzt gut auf. Ja, ich sehe schon. Dein Wochenende wird langweilig vom Feinsten. Das wohl Spannendste wird sein, aber erst nächste Woche, dass du deine Schlüssel oder den Schirm zu Hause vergisst. Oder vielleicht auch die Kopfhörer. Ja, ich wünsche dir in diesem Fall viel Spaß. Wenn du diesen Samstagabend eine Unterhose mit Bananenmuster trägst, dann wirst du dich so sexy fühlen wie noch nie in deinem ganzen Leben. Und du wirst am Sonntag so viel Schokolade essen, bis du kotzt. Du wirst demnächst von deinem Fahrrad fallen oder von einem Fahrrad angerempelt und dabei lernst du jemanden kennen, mit dem du auch was trinken gehst, aber du musst unbedingt Geld einpacken, weil ich sehe gerade, dass der pleite ist. Ja, ich sehe schon, du wirst dieses Wochenende wahrscheinlich viel essen, du wirst wahrscheinlich viel furzen und wenn du ein Mädchen bist, solltest du auf einen kurzen Rock verzichten, weil du wahrscheinlich vom Stuhl fallen wirst und das da unten will niemand sehen. Ja, du solltest unbedingt zu Hause bleiben, du siehst nicht nur scheiße aus, sondern auch deine ganzen Klamotten sind in der Wäsche. Also ich empfehle dir eine ausgedehnte Partie Super Mario und Pizza-Lieferservice. Und vielleicht wirst du ja sogar einmal Prinzessin Peach retten können. An deinem Profilbild sehe ich, dass du von einem Date zum nächsten rennst. Das ist nicht schlecht. Aber du solltest auf keinen Fall vergessen, Kondome einzupacken. Sonst musst du im prickelsten Moment aufhören und das wäre doch jammerschade. Ist das eine Spinne da hinten? Wenn ich an dein Profilbild denke und in die Zukunft sehe, dann sehe ich schmutzige Löffel und einen Kleiderhaufen in deinem Zimmer und eine ziemlich mies gelaunte Mutter. Halleluja! Du wirst 2 Wochen lang keinen Sex haben, aber das ist ja noch deine Hand. So, das war's. Schreibt noch unten in die Kommentare, ob ihr überhaupt an Horoskope und solche Sachen glaubt und was ihr so von Menschen wie Mike Shiva haltet, die ja eine ordentliche Stange Geld mit solchen Firlefanz, dass sie da alles erzählen, verdienen. Und da könnt ihr auf dieser Seite noch 2 Videos von mir gucken. Und zwar das letzte, das Rage Mode Video. Und dann geht's hier unten zu einem anderen Video. Zum besten Freund. Zum Klopapier. Ich wünsche euch viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao!